All right, everybody, welcome, please, to the Twitch Gaming Gathering. Nikita! Hello-ski. Hello-ski. Nikita, welcome zum Summer Game Fest 2021. Er hat einen Live-Auftritt. Es wurde live auf Twitch übertragen am 13. Juni und damit einhergehend auch ein Extended Streets-Trailer. Wir fassen das Ganze zusammen und schauen, was Nikita zu sagen hat. Let's go. Nikita auf dem Summer Game Fest zu sehen, war uns eine ganz besondere Freude, denn zum einen sah er richtig erholt aus, richtig fresh, als ob er im Urlaub war. Zum anderen war er auch sehr, sehr positiv gelaunt, gut gestimmt und ja, er hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, was erstmal ein richtiger Grund zur Freude war, müssen wir ganz ehrlich sagen, vor allem nach dem ganzen Stress in den letzten Tagen und Wochen. Die erste Frage des Kommentators lautete, wie weit seid ihr mit Streets of Tarkov? Nikita meinte, diese Map zu erstellen, das Ganze zu programmieren, ist eine Sache. Eine andere Sache ist es, sie zu optimieren. Also das Balancing zu finden in dieser hochkomplexen Map verschlingt so viel Zeit. Sie wären am liebsten schon viel, 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 viel weiter. Aber dieses Projekt ist unfassbar groß und das Optimieren verschlingt am meisten Zeit. Wie groß ist Streets of Tarkov im Vergleich zu den anderen Maps, die wir bereits gespielt haben, fragt der Kommentator. Und Nikita sagt, wenn man alle Karten zusammennimmt, die wir bis jetzt schon haben, haben wir nur einen ganz kleinen Teil von dem, was in Streets of Tarkov zu sehen sein wird. Streets of Tarkov ist einfach so groß, so mächtig. Wir haben uns so viel vorgenommen mit Streets, dass wir eine Größe erreichen, die fast schon... Ja, die alle Dimensionen sprengt. Und genau das ist das Problem, bei so einer großen Map das Ganze so gut zu optimieren, spielerisch die Balance zu finden, aber auch genug Performance zu bieten, damit die ganzen Spieler, die auf dieser Map sind, eine gute Spielerfahrung und flüssiges Gameplay bekommen. Wie viele Spieler werden gleichzeitig in Streets of Tarkov sein? 40 Spieler möchten wir auf Streets sehen. Es ist so, wenn wir nur 10 Spieler drauflassen oder 12, werden die sich komplett verloren fühlen, weil Streets einfach so unendlich groß ist. 40 Spieler bezeichnen dann aber nur die PMCs. Das bedeutet, zu diesen 40 Spielern gesellen sich noch hinzu Player-Scuffs, AI-Scuffs, Bosse und andere Spezialeinheiten. Hier wurde der Kommentator hellhörig und hat direkt bei den Spezialeinheiten nachgefragt, was für Spezialeinheiten. Und Nikita meinte, dass er leider zu diesem Zeitpunkt zu dieser speziellen Frage nichts sagen kann. Was aber die Anzahl der Scav-Bosse angeht, sind auf Streets of Tarkov momentan 2 Scav-Bosse geplant. Allerdings versuchen sie momentan noch an dem Roaming-Feature zu arbeiten, was dazu führen kann, dass Bosse aus anderen Bereichen ebenfalls durch das Roaming in verschiedene Bereiche vordringen können, sodass gleichzeitig bis zu 4 bis 5 Scav-Bosse vertreten sein können. Es gab bereits Gerüchte, dass das Scav-Karma aus 12.1.1 verbannt wurde und in 12.1.2 erst erscheint. Dieses Gerücht ist falsch. Nikita hat nochmal bestätigt, 12.1.1 werden wir unser Scav-Karma bekommen. Und wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen. Es sieht so aus, dass über Fans eine neue Questreihe entsteht, beziehungsweise eine Art Perk-System entsteht. Je besser das Scav-Karma ist, desto besser sind sozusagen die Perks und damit verbunden das Startgear. Bis hin dazu sogar, das ist jetzt neu, dass die Scav-Bosse dir helfen können. Das heißt, du gehst als Scav rein und hast ein sehr, sehr gutes Scav-Karma, hast eine sehr, sehr gute Ausrüstung und hast dadurch die Möglichkeit, von Scav-Bossen unterstützt zu werden in deinem Scav-Raid. Absoluter Hammer. Also das verspricht sehr, sehr lustig zu werden. Der Kommentator hat mit einem Überraschungsangriff versucht, nach dem Wipe zu fragen. Seht selbst. Alright, before we end the interview, I gotta ask, when's the next Wipe? I can't tell you. This is the... You don't have to tell me, Nikita. You don't have... That's up to you. You can do it whenever... Sehr unangenehme Situation. Ich bin froh, dass der Kommentator an dieser Stelle dann unterbrochen hat und Nikita aus dieser Bredouille rausgebracht hat. Sehr unangenehm. Schön abgebrochen. Kein Kommentar zum Vibe. Offline-Koop, also offline mit seinen Kollegen reinzugehen, wird kommen, aber leider voraussichtlich erst kurz vor Release. Ist momentan kein Fokus. Erst ganz, ganz am Ende Offline-Koop. Sounddesign wurde angesprochen und hier eine witzige Anekdote. Und zwar hat Nikita gesagt, es ist einfach sehr, sehr schwer, den Sound aufzunehmen. Sie nehmen ja alles real auf und gewisse Waffen oder die meisten in Fehlwänden abzufeuern. Es ist einfach illegal, also versuchen sie verlassene Plätze zu finden, tarnen ihre Waffensysteme und schießen dann irgendwo in der Walachei ihre Waffen ab. Sehr, sehr gefährlich, sagt er, und nicht legal.
Wir haben die zerstörbaren Wände gesehen und ja, es wird mehr zerstörbare Wände geben, als nur diesem einen Trailer zu sehen. Aber nur an Chokepoints, an gewissen vordefinierten Positionen, wird man Wände zerstören können. Wir werden in 12.1.2 ja bereits andere Waffensysteme bekommen. Wir reden da von Granatwerfern, Raketensysteme, Explosives, Sprengsätze, Minen und so weiter und so fort. Und all das wird zusätzlich noch Impact geben, solche Wände zu zerstören. Wichtig, warum das Ganze überhaupt implementiert wurde, ist, weil Nikita gesagt hat, dass sie auch ein System gesucht haben, um das Fahrzeug zu bekämpfen, das BTR-AT, was zum Schluss zu sehen ist. Also auch da das Balancing zu finden. Vielleicht noch interessant an dieser Stelle, auch Holztüren werden in Zukunft zerstörbar sein. Hier noch eine entscheidende Szene, schaut euch bitte diesen Ball an. Schaut euch diesen Ball an. Es wird Tarkov-Fußball geben. Yay! Yeah. Leute, ich freue mich schon, diesen Ball zu kicken. Bis dahin, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen und eine Zusammenfassung rausgeben, für die es interessiert. Wenn ihr mehr hören und sehen möchtet, haut gerne ein Abo raus. Würde mich auch selber ein Like freuen. Hilft dem Algorithmus auf jeden Fall. Ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Die alten News, also die letzten News, findet ihr hier. Ansonsten bleibt gesund, bleibt sauber und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.